Jo, Leute, was geht ab? Aber wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem CraftMate-Channel. Wir sind mit YouTuber-Insel, Leute. Wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich wohl im Livestream, wenn ich gestreamt habe, ich werde gleich nochmal streamen, welche Goldfarm aufbauen. Demnach abonniert auch gerne den Hauptchannel, abonniert den Channel hier, um kein Minecraft-Video mehr zu verpassen. Und MBK ist schon direkt da, weil der was kaufen will, Leute. Das machen wir mal ganz schnell. Und lasst schon mal ein Like und ein Abo da. Der, ich bin Dings. Bester Kunde bei Army. Was geht? So. Nee, Stani ist bester Kunde. Sagst du, was hat er schon alles gekauft? Ja, und der ist schon seit Tag 1, ich auf habe, sie immer wieder kaufen ohne Ende. Okay. Krass. Das ist wirklich einfach Metro, krass. Ja. Aber du bist zweiter Platz. Ich bräuchte Steine auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du da Cobblestone hast, irgendwie sowas. Oh ja, ja, Steine habe ich genug. Und Raketen, ja. Ja, Raketen kann ich dir schon mal geben. 3 Stacks, Obsidian, ne? Obsidian hast du wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja, genau, 3 Stacks. So. Was, sind denn, was kriegst du pro Stack? Ein Diamant. Schon mal. Wie eins, immer. 3. Ja, dann, und genau, Cobblestone. Ja, da, ich weiß nicht, ob du da einen Mengenpreis Komm rein, ja, muss. Komm rein. Wie viel brauchst du denn? Ich habe einmal Cobblestone, fast eine Double Chest voll. Oh, hast du andere Steine auch schon? Genau, mein Stein habe ich eine halbe Double Kiste. Oh mein Gott, okay, du bist mein Mann. Oben auch ich noch. Ich nehme nur Cleanstone. Ja, oben auch noch. Ich nehme nur Cleanstone. Ich würde. Sag mir, wie viele Stacks. Hast du, bekommt man bei dir zum Transportieren eine Schalkerkiste oder so mit irgendwie? Weil ich habe gar nicht genug frei. Boah. Also ich würde die nicht kaufen, die Schalkerkiste dann, ne? Also nur wenn du die... Ja, warte, lass mich überlegen. Ich habe, glaube ich, gerade alle voll gemacht. Ja, Weil ich eine Goldfarm bauen werde. Warte mal, ich kann mal ganz... Kann ich kurz den Amboss benutzen? Warte. Ja, ja. Oh, ich habe gerade 8 Level bezahlt. Welches Level war ich denn, Leute? Mal Spur. So, machen wir hier erstmal alles ich bin weg. Ich bin Level 43. Levels. Er achtet sozusagen noch auf Levels. Ja, schon. Hey, Diamanten habe ich auch ein paar. Also dann sag mal den Preis für eine volle Kiste. Für eine volle Schalker. Schalker-Kiste. Ja. Dann gib mir 5 Diamanten. Okay. Aber weil du es bist, mach 3. Ah, ist ja gut eingekauft hier, muss man ja sagen. Ah, guck mal, ich bin... Das Ding ist, ja, 3 wäre mir zu wenig. Gut, wenn wir schultern. Ich gebe dir 10 und dann das Trinkgeld. Also mit Raketen und Dings zusammen, ne? Ja, okay, wie du willst. Ich hab's dir für 3 angeboten. Die ja, Kiste. Gar kein Stress. No. Ich muss ein automatisches System bauen, mir reicht's. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Na, hat Stani, hat ja auch eine gemacht, ne? Ja, ich weiß, die ist auch nicht so schwer aber zu machen. Aber er hat nur für ein paar Items, ne? Ich glaub, ja, du für alle Items, ich will für alle machen, deswegen brauchst du übelst viel Eisen. Aber ich hab ja gut. Ja, Digga, ich hab. Boah. Ich hab gesehen, was für eine krasse Dings du hast. Eisenkiste. So, hier. Diamanten liegen hier, hab ich den gepackt. Ja, mach die Schalkerkiste voll, aber dann bring sie bitte wieder. Ja. Klingeln, hab ich gekauft, ja. Ey, Leute, hätte Alphastein hier nicht alles weggescampt, Digga, hätte 2 Stacks Diamanten auch noch. Ja, gut, Leute, ne? Gute Freunde. Sind halt leider nicht von Normalität, die sind nicht vorausgesetzt. Wir bauen kurz ab hier. Und so, wartet mal. Essen habe ich noch. Wir müssen natürlich ein bisschen hier was an der Insel sauber machen. So, okay, Leute. Wir müssen mal ganz kurz unsere Felder hier bestücken. So, das hier kann auch erstmal weg. So, das kann erstmal weg, Leute. Das müssen wir auch nochmal sauber machen, die Tage. Weil da war unser altes Enderportal. Hier kommen wir auch ins Nether. Nether, Endportal habe ich schon gesagt, ne? Netherportal. So, wir müssen mal ganz kurz unsere Kühe füttern, ja? Bevor wir das machen, einmal zur Schlachtung hier. So, füttern wir die mal ganz kurz. Oh. Ja, meine Küche, ne? Kriegt ihr lecker Essen? Guck mal, wie viele Herzen die geben. Leute, die sind glücklich hier drin. Ja, die können immer kuscheln mit allen. Die sind froh. Oh, wir haben gut wieder Fleisch. Das hol ich mal kurz mit, weil das brauchen wir. Wir haben gut Leder. Wir haben Karotten. Ey, dann brauche ich noch Revive für die Goldfarm. Gut, der ist nicht da. Leute, ich guck mal kurz in die Kiste. Der ist auch schon wieder weg. Sehr gut, Leute. Das heißt, wir haben unsere Ruhe wieder. So, genau. Lukas meinte zu mir, Revive meinte zu mir, er hat... Oh, das Schiff sieht aber schön aus, Leute. Das hat Candy aber cool gemacht. Ja, das sieht wirklich cool aus. Aber wir gehen nicht drauf. Ich gehe mal zu Revive rein in seinen Dingsraum, weil er meinte, er hat Turtle Eggs, also Schildkröten-Eier. Hier drin, Alter. Boah, jetzt müssen wir das echt suchen gehen, ne? Wir Schalkreicher. Guck mal, hat er irgendwas, was mit Tieren zu tun hat? Ja, hier ist nur Leder. Hier ist nur Eisen. Hier sind Fläschchen. Also Leute, keine Sorge, er hat mir erlaubt, ich dürfte auch jederzeit hier TNT rausholen. Nee, oh, warte mal. Ah, Schildkröten-Eier, perfekt. Da habe ich sie mir einfach mal rausgeholt. Weil die brauchen wir auch für die Goldfarm, die wir uns bauen wollen. Deswegen tue ich die schon mal. 16 Stück ist gut, Leute, ne? So, dann tun wir die mal kurz hier rein. So, dann ist die schon mal sicher. Was wir auch noch machen müssen, Leute, ist halt wirklich eigentlich auch ins Endgehen, ne? Wir müssen eigentlich Sachen farmen. Warte mal, ist hier nicht irgendwo das Endportal? War nicht irgendwo hier so ein Endportal oder so? Aua. Aua, natürlich gleich hier irgendwo gegen. War ja mal wieder klar, meine Freunde. Ja, hier ist das Endportal, ne? Tod, Voodoo, Manning of Pickaxe.
Hä? Oh, Zuckerrohrfarm. Ah, hier hat noch jemand eine Zuckerrohrfarm. Aber warte mal, wofür denn? Das Max seine? Rathaus. Oh, warte mal, oh, das kenne ich ja gar nicht, ne? Die Gesetze von Pauberge hält, die Strafen von Pauberge hält. Erstens, Diebstahl 50 Dias. Unerlaubtes Betreten 10 Dias. Unerlaubtes Bauen auf öffentlichen Plätzen 30 Dias. Vandalismus 100 Dias. Alle Bürger müssen sich an die Bauvorschriften halten. Bei zahlungsunfähig werden Enteignung. Ausgeführt wird das durch Urteil, durch das Polizei und den Staat. Vom Pauberge Hills gezeichnete Bürgermeister iCrimex. Oder das ist gut, das ist gut. Dass Max hier auch da gute Strafen gemacht hat. Das ist da einmal. Wir gucken uns mal erst an, welchen. Oh, hier ist doch Stani sein Ding, ne? Das muss der halt mal schöner bauen, ne? Das muss der Junge halt mal ein bisschen schöner bauen. Was hier noch schön ist. Oh, da ist er doch. Hey, was geht, du Pauberger? Was geht, Amir? Oh, gut, gut, gut. Ich sehe gerade, hier hast du alles ausgeführt. Digga, ja. Wie viele Items hast du hier? Ich weiß nicht. Ich glaube, über 75 oder so. Digga, aber ey, ist easy zu bauen, sag ich dir ehrlich. Ich weiß. Ich will es bauen halt für so 300 Items, habe ich vorgenommen. Für 300 Items? Ja, ja. Deswegen bin ich die ganze Zeit Eisen am Farmen. Ja, Bro, dann RIP, Alter. Da brauchst du ewig. Also. Guck mal, wie viele Trichter du hier brauchst hier schon. Ja, ich hab 8 Stacks voll Eisenblöcke. Mal muss ich mal gucken, wie viel Trichter ich draus machen kann. Ich muss auch Holzfarm ohne Ende. Für 300 Items. Ja, ich bin mir echt gespannt, wie viel Trichter ich machen kann für mein Projekt, was ich vorhab. Verdammt. Bro, das wird krass, ja. Dann GG. Ey, Digga, mir geht das auf den Sack. Mein Inventar ist immer voll. Ich muss von Kiste zu Kiste laufen, alles zu ordnen. Ey, was ist denn das hier? Ach, das ist eine Garage. Hä? Kennst du die doch gar nicht? Nee. Sind die schon fertig alle oder machst du immer wieder mal? Nee, eigentlich sind die verkauft, aber ja, es gab ja so ein paar Probleme und jetzt werden die vielleicht nochmal neu eingerichtet. Okay, ich verstehe. Ja, sieht schön aus, sieht cool aus. Ja, danke. Hast du gut gebaut. Bro, ich sag dir ehrlich, also, ja, 300 Items ist nice, aber der Müll kommt immer hier einfach rein, so, weißt du? Also, mich stört's jetzt quasi nicht. Ich verstehe. Es läuft durch. Also, ich würde vielleicht so, wenn ich jetzt nochmal. Ja, ich sag dir klar, wenn du 300 Items hast, ist krass, ne? Ja, dann weißt du halt immer, wo alles ist, ne? Also ich will mal gucken, wie weit ich mit meinen Eisen komme, ne? Das Schwierigste sind eigentlich nur, die ganzen Trichter zu besorgen, oder? Ja. Bro, Trichter und das Holz ist über easy. Da gehst du einmal hier in den Regenwald, farmst diese 4x2 Bäume. Bro, das machst du eine halbe Stunde, brauchst keinen. Also Kiste, das wirklich das einzige Problem ist Eisen. Wenn du viel Eisen hast, dann juckt das eigentlich auch nicht, weißt du? Dann kannst du durchknallen. Weil das Bauen so dauert nicht lange. Warte mal, ich rechne mal aus, wie viel Eisen ich jetzt gerade habe, ja? Komm, ich rechne mal aus, wie viele Eisen-Ingots ich habe. So, wir haben einmal, so 8 mal 64. Das sind schon mal 512 Blöcke, habe ich. Das Ganze mal 9. Ich habe Sag mir mal, wie viele Eisenbarren du hast insgesamt. 4600. Das Ganze durch 5 wegen die Trichtern. Ach, 5 brauchen die? Ja, die brauchen 5. Oder? Ja, 5. Ja, das sind 920 Trichter. Ja, 920. Ich kann mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, warte mal, ich zähle mal einmal hier. Ja, dann kannst du dir ausrechnen, Bro. Warte mal, kannst du dir relativ einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 30, 31, 32, 33, 33, 34. 35 ungefähr eine Reihe. 35 ist eine Reihe. Ja, mal 2. Weil du manchmal Doppeltrichter hast, ne? Da musst du ja dreimal, Bro. Da musst du ja. Ja, stimmt. 35 mal 1, 2. Warte mal, hier siehst du es. 35 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bro. Boah, okay, das ist echt viel. Rechne mal 35 mal 6. Warte mal. 35 mal 6. Boah, das sind schon 210 für eine Reihe so. Ja, überleg mal, das ist eine Reihe gerade mal. 35 Dings. Ja, das heißt. Und dann drüben Dings hast du 500, also machst du vielleicht mit dem, was du hast, kannst du so ungefähr 100 Items machen. Ja. Boah, muss ich echt gucken, ich muss mir eine größere Eisenfarm bauen. Ja, diese eine Raid-Farm wäre krass, aber es ist aufwendig. Da sind Emeralds drin. Aber mal, Luca hat mir geschrieben, warte, kann kommen. Ja, aber egal, heute werde ich erstmal auf jeden Fall die Goldfarm bauen. Ja, okay, nice, geil. Das wird dick. Ich habe das Portal zur Goldfarm, das ist über dem Bedrock ist das. Das heißt, du kommst gar nicht dahin. Das Portal habe ich ein bisschen weiter weggemacht, das versteckt. Da werde ich dann die Koordinaten mal davon geben, dann später, wenn es fertig ist. Ja, geil, wenn du was brauchst, sagst Bescheid. Ja, hau rein, tschüss. Auch. Oh, Leute, das mit Stani haben wir geklärt. Jetzt müssen wir rüber einmal zu Lukas, zu Avive. Avive! Was geht? Ich habe mir die Eier schon geholt. Was die hast du? Die Schildkröten-Eier.
Digga, ich such die gerade. Okay, ich hab die geguckt, weil du nicht online warst, aber das ist egal. Wir haben 16 Stück, Digga. Wir können, das heißt, wir können 16 Stockwerke. Ja, wir haben voll viel. Ja, aber ich bin heute leider den ganzen Tag raus, ne? Ist nicht schlimm, ich werde die Goldfarm alleine bauen, ist nicht schwer. Da ist nur die ganze Zeit rumplacen. Ja, ich will schon helfen, Bro. Ja, passt schon. Ich hab eigentlich alles, was wir dafür brauchen. Wenn du irgendwas brauchst, hol dir einfach eine Kiste, ne? Ja. Ich glaube, Magma-Blöcke hast du mir eh schon alle gegeben. Ja. Ja, kriegen wir easy hin. Ich werde die alles bauen und dann werden wir unendlich Gold haben. Halt die Frage. Das will ich, Junge. Dann mache ich, können wir Gold, kannst du noch eine Gold-Etage machen? Ja. Oh, das ist echt wild, Junge. Das ist krass. Ja. Ich werd auch eine Goldetage. Goldenes Schlafzimmer werde ich, glaube ich, machen. Na, geil. Ja, okay. Gut. Ja, ich werde die auch dann ziemlich groß bauen, dass wir auch viele Lagen haben. Genau, das Portal, warum? Da gebe ich dir später die Koordinaten durch. Ich habe das Portal, also ich bin ja über dem Bedrock sind wir. Ja, gut. Easy, Bro, dann bin ich erstmal wieder weg. Ne? Ja, mach's gut, tschüss. Okay, Leute, Ehre. Guck mal, Valve kam nur online, damit er mir die Turtle-Eier geben kann, weil wir brauchen Schildkröten-Eier. Weil Schildkröten-Eier triggern die Pikmins, dass sie angreifen, weil die wollen die irgendwie zerstampfen. Und das heißt, dann können wir easy was machen. Also dann laufen die immer in die Mitte dazu, wieder mit Trapdoors arbeiten. Ich weiß ja schon, wie die funktioniert. Leute, wir werden so viel Gold damit machen. Hoffentlich. So, wartet mal. Wir haben auch so viele Magma-Blöcke übrig. Ne? Holy moly, Macaroni. 17 Diamanten habe ich auch nochmal hier. Bei Diamanten läuft eigentlich auch ganz gut mit dem Verkauf, ne? Sag ich euch so, wie es ist. Gold haben wir ja ein bisschen schon hier. Da haben wir ein bisschen das. Ja, warte mal, wo war denn jetzt hier? Genau, wir wollten in der Truhe nochmal. 17 Diamanten sind nochmal drin. So, okay. Leute, also wir müssen auf jeden Fall überlegen, dass wir vielleicht eine dickere Eisenfarm uns bauen, weil die ist gut. Versteht mich nicht falsch, die ist wirklich gut. Ich habe eigentlich genug Eisen für so den alltäglichen Gebrauch. Aber was mir halt fehlt, ist ganz klar, Leute. Hey, einfach so dieser Steine können wir auch jederzeit hier machen, können die Leute benutzen. Wir haben jetzt viel Eisen, ne? Habt ihr gesehen, wie wir das ausgerechnet haben. Und wir müssen auf jeden Fall ein automatisches Lagersystem bauen oder so, geht das nicht mehr. Dann müssten wir eigentlich das Gebäude hier müsste eigentlich weg. Das ist dann total useless. Dann müssten wir eigentlich irgendwo in die Richtung hier unsere ganze Insel so krass erweitern, Leute. Eieiei, da haben wir auf jeden Fall einiges vor. Da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel vor. Was man machen kann, ist die Vorbereitung weiter. Oder der Bambus, den brauche ich gar nicht mehr. Ich mache den mal ganz kurz hier weg wieder. Bambus stört mich. So, der Bambus hat mich gestört, Leute. Den braucht keiner. Wir werden uns die hier Farben wir uns auch nochmal kümmern. Also ich mache jetzt hier ohne Ende grüne Farbe, Leute. Ich brauche halt keine grüne Farbe mehr. Wir schmeißen mal ganz kurz den Bambus weg. Das schmeißen wir weg, das schmeißen wir weg, das schmeißen wir weg. Ja, ich werde auf jeden Fall viele Trapdoors brauchen, weil daraus wollen wir einen Turm bauen. Das weiß ich schon mal. Wir brauchen mehr Platz für meine Magma-Blöcke. Diese Schalker-Kiste wäre gut. Lass mal direkt gucken. Lass uns mal unsere Schalker-Kiste wieder abholen, Leute. So, wir sind jetzt hier gelandet. Oh mein Gott, ey, was ist denn hier los? Hä? Was wird denn hier gebaut? Sieht ja voll komisch aus, meine Freunde. Na egal, wir gucken mal. Oh, hier ist das Ohr. Na? Hallo! Ja. Wo? Hi! Oh, was geht, Supi? Hast du meine Schalkerkiste leer gemacht? Ah, sorry. Ja, ich hab direkt angefangen mit dem Baum. Ja, komm mit. Ja, die ist leer, komplett. Sehr gut. Perfekt, ich danke dir. Gudi. So, wenn ihr bald Gold braucht, ihr könnt bald bei mir Gold kaufen. Goldfarmen anfahrt, oder was? Ja, yep. Boah, geil. Jo, voll automatisch. Ciao rein, tschüss. Okay, Leute, das heißt, hier haben wir auch schon mal alles fertig gemacht. Was wir halt auch noch wirklich en masse kriegen werden, ist, das verrottete Fleisch wegen diesen Piglins, ne, die droppen ja auch. Jetzt die Frage, kann ich irgendwas bauen, um das Droppen davon irgendwie zu vermeiden oder wie schaut das Ganze dann aus, Leute? Das muss man natürlich dann auch testen. Oh, warte mal. Gucken mal. Okay, jetzt habe ich eine ganze Schalker-Kiste nochmal frei. Das ist auch sehr, sehr gut. Deswegen werde ich mal ganz kurz hier einmal so holen. Wir werden einmal hier so ausfüllen. Zack. Dann haben wir hier ganze Magma-Blöcke. Leute, ich habe so viele Magma-Blöcke in der Vergangenheit gefarmt, wo ich hier einfach privat drauf gespielt habe. So, wir gucken mal. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben hier auch keine Magma-Blöcke mehr. Hier haben wir keine mehr, hier haben wir keine mehr. Und dann bauen wir das mal ganz kurz ab. Schalker-Kiste rein und abbauen. Und ich würde sagen, die nächsten Vorbereitungen sind gut. Wir haben heute gut Diamanten gemacht. Der liebe Typ, Leute, der ist einfach im Nether gefangen. Der arme Apfelverkäufer von mir, Leute. Aber gut, was will man machen? Was will man machen? Man kann nicht alles haben. Leute, ich würde sagen, wir haben alles erreicht. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Ich werde nun die Goldfarm bauen auf dem Hauptchannel, Leute. Wenn ihr das sehen wollt, checkt einfach ab. Dort wird gestreamt. Ja, der Livestream, wenn ihr das Video seht, ist der Livestream, glaube ich, schon vorbei. Checkt einfach den Channel ab. Ihr könnt den Livestream gerne nachverfolgen. Ansonsten könnt ihr das Ganze ja natürlich dann auch live mitkriegen. Wenn ihr meinen Channel abonniert habt, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Ich würde sagen, das war's gewesen. Danke für ganz Support auf den Channel hier, Leute, auf Craft Me. Also wir sind wirklich sehr schnell am Wachsen, sehr gut am Wachsen. Wartet mal. Ich
glaube, die hole ich mit einfach. Werde ich ja Vive Bescheid geben, dass ich mir die hier geklaut habe. Weil der Turm hier, Leute, der lohnt sich nicht, ja. Und wenn das zu großes Problem ist, ersetzen wir das einfach mit Gold. Abwehrstation, sagt er. Leute, lasst gerne ein Like da, abonniert die Channel-Glocke aktivieren. Ich hole noch gerade hier die Dinger mit, Leute, damit wir das Ganze hier auch fertigstellen können. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.